Hey Leute, hier ist Altemar mit Far Changing Tides. So, tut mir leid, letzte Folge Cliffhanger. Natürlich, es sei denn, ich vergesse mal aus Versehen die Folgen auseinander zu schneiden. Dann wäre es natürlich einfach nur eine lange Folge. Ist schon sehr häufig passiert, würde mich jetzt nicht wirklich wundern. Nur, dass ich es halt gesagt habe. Das ist das Tolle. Und los. Wie so eine Zündkerze, ne? Und voll Energie. Aber was macht das denn? Jetzt? Oh, hallo. Dann bringen wir das mal gerade hoch. Wir brauchen noch so eine Figur, die müssen wir aufsammeln. Wir holen die mal jetzt gerade. Komm her, mein kleines Schatzi. Ich glaube aber, die Dinger können wir jetzt verbrennen, oder? Ich behalte die mal lieber. So. Für den anderen Brüll. Zum anderen Brüll, meine ich. Kann ich nicht eins in die Hand nehmen und eins auf den Rücken? Nee, ne? Nee. Beides schon oben? Ja, sehr gut. Geil, ne? Ich bin der Beste. Hallo? Ich müsste eigentlich immer nur eins darauf machen. Da würde mir das auch nicht passieren, dass ich immer wieder Zeug einlager. So, es ist irgendwo hier. Es ist das Größte von allen natürlich. So, wir sind wieder im Rennen. Und jetzt? Ach, schon wieder. Ich meine, wir müssen uns ja wieder irgendwie abkapseln, aber wie? Vielleicht mit dem Strom anmachen? Was passiert denn jetzt? Sollen wir irgendwie Strom erzeugen? Nein, nein, nein. Oh. Oh, zum Kotzen.
Aha, okay, das war so wichtig. Ja, und was ist das jetzt? Was ist das denn jetzt? Und jetzt? Ich meine, da war ein Hebel oder so. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß, wir haben es auf Bildern gesehen und so, aber... Saugen wir damit das Meer ab oder so? Sprengen wir das Institut? War das Ding noch nie aus dem Meer rausgehoben worden? Ich meine, es hat ja auch... da waren ja Kartuschen, die waren schon benutzt. Also muss das Ding ja schon mal benutzt worden sein. Aber es kann sein, dass unsere Maschine der eigentliche Schlüssel war, um es wirklich in Gang zu setzen. Das kann natürlich sein. Wir genug Energiekerne an Bord hatten auch. Jo, und jetzt haben wir hier eine Stadt. Okay. Das war's. Hätte ich die Folge nicht beenden sollen? Ah ne, es war's noch nicht. Ich habe ja vorhin gecuttet, es sei denn, ich hab's rausgeschnitten für euch, ich hab den nicht mitbekommen, bevor wir den Kern eingesetzt haben. Aber bis jetzt ergibt das hier für mich nicht so viel Sinn, irgendwie. Okay, weiter geht's. Gut, immerhin. Und jetzt? Was macht denn unsere Blume eigentlich? Die blumt. Ich glaube, hier kommen wir nur noch mit Segeln runter. Hoffentlich. Okay, es geht noch weiter, okay. Ja, wir wollen nicht hier bleiben anscheinend. Aha.
Volle Bahn! Endlich wieder ins Wasser. Wir haben unsere Mission erfüllt. Jetzt suchen wir Paradise. Dryland. Wir müssen nur noch auf die Smoker aufpassen hier. Wir stecken im Knopf fest, sehe ich gerade. Verlasse die schwimmende Stadt. Schon wieder ein Achievement. Wohl eher schwimmender Schrotthaufen. Da ist angegangen. Ach, vor uns ist irgendwas. Dauert aber noch ein bisschen. Aber Möwen sind hier schon mal überall. Die folgen uns ja immer mehr. Das muss ja bedeuten, hier ist irgendwo Land. Oder die leben jetzt halt auch, so wie wir, auf Schrott. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Schiff! Sind wir in die falsche Richtung? Ich glaube, es ist stehen geblieben, oder? Booty! Nee, war es noch nicht. Ich glaube, es hat angehalten. Oder? Das war's. Credits. Es segelt davon. Es ist... Oh Gott sei Dank. Es tut mir leid. Ich schwimme nie wieder davon, wenn du Segel gesetzt hast. Es ist hinter uns. Irgendwo hinter uns. Komm, wir nehmen mal den Dingens mit. Kann ja überall sein, wenn es hier so tief ist. Ich glaube, drauf geschissen, oder? Ich glaube, das wäre das erste Teil, was wir irgendwie ignorieren. Egal. Es ist gruselig hier. Untiefen.
Es blinkt immer noch. Es tut mir leid. Loot. Ich habe ihn zurückgelassen. Ich Monster. Das war mir halt ein bisschen zu blöd, jetzt da rumzutauchen. Ist das zu nah? Nee, ne? Oh doch, war es. Es war lange nicht mehr irgendwas kaputt gegangen. Egal, weiter geht's. Wir haben genug Lötkolben. Wenn am Anfang alles kaputt gegangen ist, ist jetzt irgendwie gar nicht mehr passiert. Das ist wieder so eine Boje. Eine Heulboje. Tauchen! Oh, unter uns ist irgendwas. Da ist was für den Anker von uns hier, den Kran. Oh, Bergungskönig. Das hätte ich auch bekommen, wenn ich das letzte aufgesammelt hätte. Auftauchen! Ich frage mich noch, ob wir noch irgendwas bekommen hier. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube bestimmt nochmal ein Unwetter oder so. So, irgendwas geht kaputt noch an unserem Schiff. Drama, Drama. Explosionen. Feuer löschen. Schade, dass es das nicht gibt. Nee, warte, nach vorne. Aha. Es hat so seine Längen beim Segeln. Ich fand das... Also man hatte echt viel zu tun. Aber ich fand das beim ersten Teil, dass diesen Panzer schon echt cool.
Kommen wir da durch? So durchtauchen, ne? Irgendwas auf dem Radar, irgendwas scheint zu sein. Zwei Sachen unter uns. Okay, dann tauchen wir da mal hin. Ist immer da, wo man tauchen muss, findet man das immer, weil man muss ja dann da quasi mit den Dingen auch Gas geben. Oh, guck mal, hier sind schon wieder Strukturen. Neuschwabenland. Hitlers Versteck. Nein! Ah gut, eins müssen wir sowieso einmachen. Da sind zwei Sachen. Okay, halt. Den Knopf drücken nervt mich immer. Eigentlich Sachen an die Haken tun, die ich mag. Also wir haben zu wenig Haken auf jeden Fall. Da muss nur noch eins. Noch irgendwas. Oh oh. Oh, oh, nein! Warte mal, ich musste... Ich muss weiter nach oben. Oh, oh, hier stürzt alles ein. Das ist aber nicht so gut. Ich nehme mal den Kran mit. Irgendwas sagt mir, ich muss den Kran mitnehmen. Nee, hier nicht. Aber der Eingang blinkt wieder. Aha. Nee, hier ist auch nix. Sollen wir hier irgendwas machen? Nee, hier ist nix. Okay. Was könnte das hier sein? Und warum haben wir ein Item, was wir aufheben können hier irgendwo? Und warum blinkt? Der. Blinkt der immer? Na gut, keine Ahnung. Hier irgendwas übersehen? Kann ich da rein? Ach, da ist ein, wieder so ein Dingens. Okay. So ein Undock-Dingen.
Ist das jetzt noch so eine Stadt? Ich habe auf irgendwas gedrückt. Oh, guck mal! So, ein Fahrstuhl. Na toll, so viel dazu. Oh, oh, es geht tief. Runter. Na toll. So viel dazu. Boah, das muss hier stinken. Oh, na toll. Was ist das jetzt? Ich tippe jetzt mal drauf, das muss hier drunter. Nee, das ist ein Schlauch. Warte mal. Ach, warte mal. Das sind Gewichte. Wir müssen das Ding verlagern nach links. Oder den Mittelpunkt finden. Guck mal, da oben ist ein Schweißgerät. Das brauchen wir aber nicht. Da müssen wir uns nicht die Mühe machen. Ach, guck mal, das soll da andocken. Wer baut denn sowas? Da ist was. Aber ich kann das noch nicht betätigen, ne? Doch. Oh, ist doch runtergefallen. Das ist ein Seismograph. Das ist jetzt interessant. Jetzt müssen wir es leer machen. Bestimmt. Das eine Gewicht. Wir brauchen das Reparaturteil, um wieder hochzukommen. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Ich hab doch gesagt, das passiert. Der Kran ist doch befestigt da oben. Scheiße. Fahren hier. Nordwestpassage. Ja, aber wo ist unser Boot? Was ist das denn jetzt hier? Achso. Bötchen! Booty mit Bogeface! Aha, die Gottwalter! Alter Scheiße, jetzt müssen wir durch Schnee laufen. Oh Gott, das überleben wir doch nicht. Oh Gott, wir erfrieren doch jetzt. Wir sind noch nass. Barfuß, super Idee. Ich würde gerne wissen, wie viele Schritte man barfuß hier überleben würde. 20? Ich
Ich meine, warum laufen wir? Anscheinend sehen wir ja unser U-Boot da hinten irgendwo. Ah ja, guck mal, das sieht doch schon mal gut aus. Oder auch nicht. Booty! Ich glaube, da Wasser sind wir besser. Können wir hier nicht, na gut. Unter Wasser wären wir besser aufgehoben mit unserem Anzug. Unten ist schon wieder ein Boot. Ja, cool, was ist das denn? Ach, schon wieder so ein Eisenbahn-Ding, guck. Da ist sogar Tanklastwagen links und rechts, wahrscheinlich als Schwimmer. Alter, die Leute. Da hinten sind ganz große Dampfer. Oh, guck mal da. Ich glaube, jetzt kommen mal die ersten Fahrzeuge. Ich glaube, das ist nämlich ein Segel von so einem Panzerding. Wir kommen auf jeden Fall, glaube ich, jetzt an Land. Ist mein U-Boot jetzt weg? Oh Mann, U-Boot! Ich meine, so weit kann es nicht getrieben sein. Pflanzi! Pflanzi! Das war ja klar. Aha. Wetten, das müssen wir losmachen, um das durch... Ja, ich meine... Nehmen wir das volle, oder? Und jetzt? Nehme ich lieber das hier. Hä, was denn jetzt? Haben wir kein Boot mehr? Was finden wir eigentlich als nächstes? Ich meine, am Ende war Wasser. Land. Vielleicht ist das nächste Weltraum. Far Changing. Changing Moon. Far to the Moon. Na toll. Das war ja ein Gag, ne? Ihr seid vielleicht lustig. Ihr Spielentwickler. Ihr wusstet, dass ich das Ding aufhebe. Gemeinheit. Deswegen haben wir auch da ein zweites gefunden. Jetzt macht's Sinn. Guck mal, so ein Raddampfer, so ein Schaufelrad. Schaufelraddampfer. Die waren nicht wirklich hochseetauglich, aber die haben ja alles Mögliche gebaut. Sind die Schiffe alle hier? Muss ja einen Grund geben. Oh nein.
Und nochmal Wind. Das Springen geht echt schnell. Schneller als Laufen. Nein! Oh Mann, das kann ich doch gar nicht alles mitnehmen. Ah, doch, vielleicht. Oh, jetzt kommen wir zum U-Boot. Ist was Neues? Was ist das? Das ist eine Bohrmaschine. Wie komme ich denn da hoch? Irgendwie was hochbauen. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ah. Yeah. Das dürfen wir bestimmt nicht benutzen, oder? Ach du Scheiße. Mutti, bist du's? Ach, das ist vielleicht unsere Mutti. Das sind... Warte mal, das ist ein Bild vom... Von der vom ersten Teil, glaube ich, oder? Ich glaube, das ist unsere Mutti. Ich brauche Treibstoff. Mutti. Aha. Ich meine, so sah doch die Figur aus dem ersten Teil. Weirde Spielfiguren die ganze Zeit. Also wenn ich D und W drücke, dann kann ich hochklettern. Ja, das brauche ich jetzt nur, um durchs Eis zu brechen. Der Tunnelbohrer. Jetzt schmilzt das Eis bestimmt, genau. Jetzt? Ich meine, ich könnte jetzt da oben ans Steuer gehen, glaube ich, oder? Nee, ich müsste wahrscheinlich einfach nur hier drauf drücken die ganze Zeit. Kann sonst nichts machen. Schon weniger, glaube ich.
damit ich einfach weitergehen kann, ja? Aber wie komme ich denn dann da hoch? Ah, hier lang. Mit dem Lenkrad. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, wie lange das hier noch geht. Ich mache mal hier einen Break und schneide das raus, falls es sowieso weitergeht. Also bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.